Hi Leute, in dem Video heute geht es darum, warum du dumm bleiben solltest, warum du nicht deine Intelligenz ausbauen solltest, bevor du Folgendes beachtet hast. Immer weiter deine Intelligenz ausbaust, aber kein Bewusstsein hast, kein Bewusstsein für das große Ganze, wenn du nicht für alle denkst, wenn du nicht mit der Menschheit identifiziert bist, mit allem Leben, was ist. Wenn dein Bewusstsein sich nur um dein Ego dreht, vielleicht noch um deine Familie, um deine Besitztümer, dann ist es gefährlich, wenn du deine Intelligenz ausbaust. Wenn du intelligenter wirst und kein größeres Bewusstsein hast für die gesamte Menschheit, für jedes Lebewesen, dann ist es gefährlich, wenn du intelligenter wirst. So, was meine ich mit dem Bewusstsein? Also, ihr könnt euch das vorstellen, euer Verstand ist wie ein Messer. Verstand zerlegt alles, zerteilt alles, schaut alles an, seziert alles. Und mit dem Verstand kannst du Dinge ganz einfach machen. Beobachten, betrachten. Dein Bewusstsein kannst du jetzt aber schön mit der Hand vergleichen, die das Messer hält. Dein Verstand, deine Intelligenz ist das Messer. Umso schärfer das Messer, umso besser normalerweise. Wenn du aber noch kein Bewusstsein entwickelt hast, das heißt deine Hand nicht wirklich führen kannst, dann ist es besser, wenn das Messer stumpf ist und du damit niemanden verletzen kannst. Wenn deine Hand total am Zittern ist, ist es besser, du nimmst erst gar kein Messer in die Hand. Dann ist es besser, dass du dein Verstand erst gar nicht benutzt. Wenn du dich nur um deine Familie kümmerst, um dich, um vielleicht noch dein Volk, damit identifiziert bist, dann ist es gefährlich, wenn du intelligent bist, weil du dann bereit dazu bist, Waffen zu entwickeln und was weiß ich, weil du kein Bewusstsein für das ganze Leben, für alle Menschen, für jedes Lebewesen hast und deine Handlungen dann auf kurz oder lang immer auf Gewalttaten hinauslaufen. Das Erste, was du machen solltest, ist dein Bewusstsein zu schulen. Und das Bewusstsein schult man nicht mit erlegen, wie es der Verstand macht. Und wenn du verstandesmäßig was anschauen möchtest, dann will der Verstand will immer alles sezieren, alles auseinanderlegen. Wie wenn du einen Frosch hast und den sezierst mit dem Skalpell, schneidest ihn auf,
Mutter kennenlernen willst, wenn du das Leben erfahren möchtest, dann bringt es nichts, deine Mutter aufzuschneiden. Wenn du ein Kind kennenlernen möchtest, dann bringt es nichts, es aufzuschneiden. Du siehst vielleicht dann gewisse Einzelteile, erfährst gewisse Sachen, aber du erfährst nichts über das, was eigentlich dahinter steckt, das Leben, was da drin ist. Das Ganze ist einfach mehr als die Summe seiner Teile. Das heißt, wenn du einem Arzt eine Leber gibst, eine Lunge gibst, eine Niere gibst, ein Herz gibst, alle Teile gibst, die für einen Menschen nötig sind, der kann dir immer noch keinen Menschen draußen machen. Das Ganze ist weitaus mehr als die Summe seiner Teile. Und solange das Bewusstsein nicht so weit ist, dass es auch alles einschließt, dass es jedes Lebewesen einschließt, es ist besser, wenn man gar nichts macht, wenn man gar kein Messer in die Hand nimmt, wenn man sein Gehirn erst gar nicht benutzt. Wenn das nötige Bewusstsein nicht vorhanden ist, solltest du dein Gehirn völlig abschalten. Am besten, ja, hol dir eine Flasche Schnaps und betrink dich. Dann wird das Gehirn abgeschaltet. Alles gut. Ja, aber wenn du deine Intelligenz ausbauen möchtest, benutzen möchtest, dann solltest du zuallererst Bewusstsein entwickeln. Ein einschließendes Bewusstsein für jedes Lebewesen, ein mitfühlendes Bewusstsein. Und das möchte ich wirklich, ja, jedem nahelegen. Das war's auch für heute. Macht's gut. Tschüss.